Hallo und herzlich willkommen zur SHOT Show 2023. Ich bin am Stand von Schmidt und Bende. Neben mir Dr. Jörg Hennemann. Hallo. Und wir haben ja gesagt, Paragier steht ja jetzt nicht nur für also Gier an sich, sondern auch für Wissen. Und genau deswegen bin ich zu Schmidt und Bender gekommen, weil ihr wisst ja vielleicht, was Absehen angeht, man unterscheidet immer zwischen erster Bildebene und zweiter Bildebene. Deswegen, Jörg, kannst du mal kurz erklären, was ist der Vor- oder der Nachteil in der ersten Bildebene? Also die erste Bildebene, die sitzt im Zielfernrohr vorne, direkt hinter dem Objektiv. Der Vorteil davon ist, dass sich das nachher mitvergrößert. Der Vergrößerungsprozess funktioniert nachher erst im Umkehrsystem. Das bedeutet, dass das Absehen sich genauso mitvergrößert wie das Bild, was von draußen reinkommt. Der Vorteil ist, ich kann dann auch etwas abmessen oder auch wenn ich jetzt einen Geschossabfall kompensieren will, kann ich dann einfach die Markierung im Absehen nutzen, wenn ich jetzt auf eine weitere Distanz schieße, um dann halt das zu kompensieren oder auch Winde und das auszugleichen, ohne über die Türme arbeiten zu müssen. Also da schätze ich mal, das wird ja dann wohl eher im militärischen Bereich. Militärischer Bereich oder halt Sportbereich, auch gerade im Extreme Long Range, wenn ich draußen bin und irgendwie das Wetter, der Wind kommt auf, ich muss da nochmal schnell anders halten. Da kann man manchmal gar nicht so schnell über die Türme kompensieren, wie der Wind sich ändert. Ne? Ja gut, das bringt uns dann natürlich dann zur jagdlichen Dimension, weil da sitzt normalerweise das Absehen in der zweiten Bildebene. So, warum sitzt es jetzt bei der Jagd in der zweiten Bildebene? Man hat den Vorteil, die zweite Bildebene befindet sich hinten in der Nähe vom Okular. Und der Vorteil da ist dann, die Vergrößerung hat sich dann schon erledigt. Die passiert im Umkehrsystem davor. Das heißt, wenn ich jetzt reinzoome, dann ist die zweite Bildebene, das Absehen dort verändert sich nicht mehr in der Vergrößerung. Das heißt, das bleibt gleich groß. Wenn ich jetzt reinzoome, dann wird das Bild zwar vorne größer, aber das Absehen nicht. Das heißt, das Verdeckungsmaß von dem Bild, was reinkommt, ist, das verschwindet jetzt nicht hinter irgendwelchen dicken Balken. Das bleibt auf jeder Vergrößerungsstufe gleich groß. Also das einfach nur dann, wie gesagt, für den Hintergrund kann ich das so verstehen. Also dass ich quasi das Stück, auf das ich ziele, dass ich es mir quasi nicht mit dem Absehen verdecke. Genau. Dass ich einen sauberen Schuss antrage. Ja. So, das jetzt zu dem Hintergrund. Aber jetzt hat, wie gesagt, Jörg hat hier etwas ganz Besonderes in der Hand. Hier haben wir nämlich, sag's am besten gerade selbst. Ja, wir haben ein Produkt, was erste und zweite Bildebene nutzt. Ja, wie kriegt ihr das hin? Das ist nicht so einfach. Man muss halt die erste Bildebene mit der zweiten Bildebene zusammen matchen. Das ist wirklich, wirklich nicht einfach. Also wir reden hier von Toleranzen im Mikrometerbereich. Zum Vergleich, menschliches Haar hat 80 Mikrometer grob im Durchmesser. Wir befinden uns hier im einstelligen Mikrometerbereich, haben dann auch noch eine Technologie patentiert, die das dann ausgleicht über dieses ganze Umkehrsystem heraus, dass die über den ganzen Vergrößerungsbereich, dass diese zwei Bildebenen immer aufeinander matchen. Und ist gar nicht so einfach. Ja, man sieht es ja, die Bundeswehr gehört ja zu euren Kunden. Aber wie gesagt, du hast hier quasi das perfekte Drückjagdglas in der Hand. Nicht nur Drückjagd, ich kann das auch, für die Pirsch oder sowas nehmen. Ich habe diesen Rotpunkt, nachher, wir haben hier bei dem Glas in der zweiten Bildebene einen Rotpunkt, der dann Tageslicht hell ist, der vergrößert sich halt nicht mit. Das heißt, nicht wie in der ersten Bildebene, wo man diese Horseshoe-Reticles kennt oder diese dicken Punkte, wo nachher ein ganzes Stück Bild dahinter verschwinden kann, sondern ich habe einen schönen feinen Rotpunkt über alle Vergrößerungsbereiche. Ich habe aber auch das Absehen, wenn ich jetzt sportliches Schießen, beispielsweise IPSC, 200-300 Meter, ich kann dann auch über das Absehen direkt halten und kann dann halt diesen Geschossabfall kompensieren. Und sag mal so, die Bundeswehr benutzt auch ein E28, Frankreich hat es auf dem FPSA-Gewehr 308 Halbautomat drauf und militärisch wird dann sowas auch bis 800 Meter rausgenutzt. Sehr schön, gut, auf jeden Fall ein innovatives System und vielen Dank nochmal dafür, dass du uns ganz kurz erklärt hast, den Unterschied zwischen erster und zweiter Bildebene und bis zum nächsten Mal.